Ganz herzlich willkommen zum Digital Business Talk. Wir sprechen heute über die nächste Generation der Technologieaktien. Wer wird das nächste? Facebook, Google, Apple und so weiter und so fort. Eine ziemlich große Frage und auch eine Frage, die sich trotzdem viele Leute stellen. Die kleine Krux dabei ist, das ist ja leider nicht ganz so einfach zu beantworten. Unter anderem, weil da draußen unglaublich viele Informationen unterwegs sind. Das heißt, man muss dann herausfiltern, was sind die wahren Informationen, die möglichen Kurstreiber. Und da sind wir bei einem Punkt, wo ich ein Zitat mal ausgegraben habe. Mir sagte jemand, oder ich habe mal etwas gelesen, als Gründer sollte ich in 3 bis 4 Sätzen glasklar sagen können, was ich mache. Das sollte selbst dann der Fall sein, wenn ich nachts betrunken geweckt werde. Nun ist es weder nachts, noch ist unser Gast betrunken, sondern stocknüchtern. Unser Gast, das ist Frank Thelen. Frank, du warst und bist Gründer, Investor, warst in der Höhle der Löwen als Löwe unterwegs und inzwischen auch klassischer Investmentfondsmanager. Hallo Frank. Hallo. Starten wir gleich mal. Dein neuer Fonds, ich muss jetzt mal nachkommen, der heißt 10x DNA, Disruptive Technologies. Das soll ja so ein bisschen diesen Venture-Capital-Geist aufgreifen, für Privatanleger vor allen Dingen. Mhm. Wie soll das gehen? Naja, also erstmal genau, unser Hintergrund und mein Hintergrund vom Team ist Venture-Capital. Wir investieren in Technologieunternehmen und im Aktienmarkt kommen immer mehr frühphasig Technologieunternehmen rein. Das ist die eine Quelle. Und auf der anderen Seite werden Technologieunternehmen relevant. Also wo früher quasi Öl, Stahl und so weiter geherrscht hat, haben wir jetzt halt einen Tesla, einen HubSpot und so weiter und ein Palantir. Deswegen ist mir auch sehr wichtig, dass wir hier ganz transparent sind. Das heißt, wir öffnen unser Research und an der Stelle auch erstmal vorab, bevor wir noch tiefer einsteigen, das hier ist keine Anlageberatung und wenn man Aktien oder auch unseren Fonds kauft, dann kann man auch immer Geld verlieren. Heute spricht man über die FANG-Aktien, also dieses Akronym für die größten, ja. Facebook und so weiter. Wird sich das ändern oder kommen da so andere Unternehmen langsam hoch, die sich vorpirschen in diese Champions League der Tech-Aktien? Sagen wir mal, heutzutage ist die Champions League im Englischen $1 trillion. Das ist so da, wo natürlich heute ein Microsoft, ein Apple und ja auch gerade Tesla als neuer da reingegangen ist. Wir gehen davon aus, dass viele, viele Trillion-Dollar-Companies folgen werden. Einerseits zum Beispiel im Green-Tech-Bereich, der hat ja Bill Gates auch gesagt, dass er da, glaube ich, von mindestens 3, 4 ausgeht in den nächsten Jahren. Man sieht das Ganze im Bereich Quantencomputing, man sieht das Ganze im Bereich Health. Also es wird genau das, es wird viele neue Super-Technologie-Unternehmen werden entstehen und ich hoffe, dass diese, was ja über viele Jahre so war, dieses Facebook, Apple, Amazon, Google, das sind die großen Champions, dass das aufgebrochen wird und dass auch neue Unternehmen nach oben kommen. Schauen wir mal einen Schritt weiter. Wie unterscheidet sich der Anlagestil, der Ansatz nun mal von den bestehenden Tech-Fonds? Es gibt eine ganze Reihe, teilweise auch, die seit einem Jahrzehnt unterwegs sind. Ja, absolut. Also was unterscheidet sich? Erstens, wir investieren unser eigenes Geld. Das heißt, ein Großteil des Kapitals, das ist eigentlich quasi auch der Ursprung des Fonds, ist, dass wir einfach unser eigenes Geld gut anlegen wollen, was wir aus dem Venture-Capital-Bereich, was wir über die Karten aufgebaut haben, jetzt langsam zurückbekommen. Wir schauen total auf, dass auf die Unternehmer oder manchmal auch Manager, noch lieber mögen wir, wenn wirklich auch noch der Gründer mit dabei ist, was ist seine DNA, wie tickt der, wie ist der noch incentiviert, wie ist das Management darunter. Wir schauen auf Technologien, wir schauen auf, wie setzen sie Netzwerkeffekte ein, Social Media und so weiter. Wir haben einen Blickwinkel, als würden wir in Venture Capital investieren. Und die meisten Fonds, nach meinem Wissen, gehen klassischer ran. Also was ja eigentlich von Berkshire Hathaway, Value Investing damals erfunden wurde, das machen wir halt eben nicht. Sondern dieser Blick danach, haben die überhaupt noch genug Kapital? Das ist der allerletzte Blick, der für uns auch nicht so entscheidend ist, sondern für uns ist das Team, die Technologie, der Produkt, das exponentielle Wachstum einfach viel, viel wichtiger. Heißt das auch, dass ihr eher so auch einen kürzeren Anlagehorizont habt? Nach dem Motto, also à la Venture Capital durchaus mal ein bisschen schneller sagen, okay, unser Exit erreicht, das passt. Oh, ganz im Gegenteil. Venture Capital ist eine der langsamsten Anlageklassen überhaupt. Wenn man in Venture Capital Fonds klassischerweise als Limited Partner investiert, weil das sind ja alles private Vehikel, also die meisten zumindest, sage ich mal 99%,
dann ist es so, dass man das Geld investiert und frühestens nach 7 Jahren überhaupt sein Geld erwartet. Ich bin auch selber in vielen Venture Capital Fonds Limited Partner mit meinem eigenen Vermögen und kann sagen, die wenigsten, also Seedcamp sei hier mal als tolles Beispiel genannt, haben bisher das Geld zurückgegeben, sondern bei manchen bin ich auch, glaube ich, 12 oder 13 Jahre investiert und das Geld ist noch nicht zurück. Also Venture Capital ist genau das Gegenteil. Venture Capital ist sehr, sehr, sehr langfristig und das ist bei uns auch daher eher kurzfristig. Wir haben einen Blick von 3 bis 7 Jahren auf unsere jeweilige Investment und die Unternehmen. Wichtig, glaube ich, nur, wenn jetzt jemand sich vielleicht für das für unseren Fonds investiert, er ist täglich handelbar. Das heißt, wir, wenn wir investieren in die Einzelunternehmen, haben diesen Blick. Wer aber jeden Tag, was wir natürlich nicht empfehlen, ist es handelbar. Man kann eben nicht wie bei Venture Capital, muss man warten, sondern es ist wirklich, wir haben nur liquide Werte drin, aber wir empfehlen das Produkt explizit nicht für Leute, die sagen, ich will nur 1-2 Jahre investiert sein. Das kann dann gut laufen, wie jetzt gerade, performen wir sehr gut, aber es mag auch wirklich schlechte Zeiten geben. Das ist wirklich ein Produkt, wenn man einen längeren Anlagehorizont hat, sonst bitte, bitte die Finger davon lassen. Nun, ja, das ist ein schönes Stichwort. Ich habe nicht mal angedacht, diesen Widerspruch. Auf der einen Seite hat man die Aktien, die natürlich täglich handelbar sind, den Fonds, der täglich handelbar ist. Auf der anderen Seite diesen sehr langfristigen Horizont, den aufzulösen, beispielsweise durch ein Soft-Closing. Es gibt ja einige Aktienfonds, die machen genau das und sagen, momentan bitte kein neues Kapital, aber auch wir geben erstmal keins raus. Einfach, um das Ganze, die Performance des gesamten Vehikels nicht zu gefährden. Ja. In die eine Richtung ja. Also wir, nochmal, wo kommen wir her? Wir wollen unser eigenes Vermögen verwalten, wollen es jetzt oder haben es jetzt für externe Leute geöffnet, weil wir A, die Aktienkultur fördern wollen, aber B, auch, dass wir wir nehmen ja eine Verwaltungsgebühr dafür, dass wir damit auch Physiker, Chemiker, Biologen, Kryptologen, Kapitalmarktexperten und so weiter immer tiefgreifender finanzieren können, weil wir ein sehr, sehr großes Team heute schon haben, aber noch ein größeres aufbauen werden. Ich selber und auch die ganzen Freigeistpartner, die hier engagiert sind, bekommen kein Gehalt und wollen da auch wirklich gar kein Geld mit verdienen, sondern es geht wirklich nur darum, das Team zu finanzieren. Wenn wir, laufen aktuell so in den nächsten 1, 2, 3 Wochen auf die 100 Millionen zu. Das ist für uns schon mal ein Meilenstein, wo wir ein Basisteam mit finanzieren können. Ich könnte mir vorstellen, dass wir so ab 1 Milliarde ungefähr dann wirklich auch alles sehr umfangreich, so wie wir es uns erträumen können, an Research, an Köpfen finanziert haben. Und dann würden wir wahrscheinlich in ein Closing gehen, dass kein neues Geld reingeht oder sehr langsam nur noch mit ausgewählten Partnern und eben nicht mehr, dass jeder einfach so viel Geld reintun kann, wie er will. Aber der Abzug von dem Geld, das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir das nicht täglich erlauben. Ich glaube, das dürfen wir auch gar schon gar nicht wegen der Regulierung, aber das kann ich mir heute nicht vorstellen. Das ist auch uns wichtig bei dem Produkt, dass wenn man dann länger investiert war, jeden Tag oder jede Minute sozusagen da seine Order reingeben kann und sagen kann, jetzt möchte ich heute gerne raus. Damit man nicht die berühmte Illiquidität hat, die man als Anleger ja selbst verrichtet. Nun einfach quasi von außen auf den Fonds geguckt, öffnen wir mal ein bisschen die Luken und schauen mal rein. Ich hatte gelesen, Tesla ist eine der großen Positionen. Ich glaube, die Bewertung liegt beim KGV von 178, wo man sagen kann, ist schon nicht mehr so ganz billig. Aber du siehst es anders. Wie schaust du auf Tesla? Ja, das ist, glaube ich, auch das, was uns unterscheidet. So ein Kurs-Gewinn-Verhältnis, das ist ja das klassische oder eins der Vehikel. Für uns ist spannend und die Frage, wo steht Tesla in 3, 4 Jahren? Und gerade heute habe ich auch auf meinem LinkedIn gepostet, hat einfach Herbert Diess, das ist der aktuelle CEO der Volkswagen-Gruppe, nochmal auch für sein Management, und zwar öffentlich, oder auf jeden Fall ist geleakt, der öffentlich, er hat auch den Brief selber kopiert, nochmal erklärt, wie weit Tesla eigentlich vorne ist. Und das ist für uns die Betrachtung. Schaue ich heute auf das KGV, mag teuer sein, aber wir haben auch das auf 10xdna.com, alles kostenfrei abrufbar, ein tiefgreifendes Research gemacht und uns gefragt, wie viele Autos kann Tesla denn in 3, 4, 5 Jahren produzieren und mit welcher Profitabilität? Und da kommen dann wiederum sehr attraktive Bewertungen raus. Das zweite ist, wir sehen Tesla als Technologiekonzern. Sie sind führend im Bereich künstliche Intelligenz, eigene Chips auf der Client-Seite in den Autos, könnten irgendwann mal ein Smartphone sein, auf der anderen Seite auf der Server-Seite, Dojo. Ja. Der größte Wettbewerber, Nvidia. Viele, viele hunderte Milliarden wert.
Wir glauben, dass Tesla sogar noch bessere Chips hat als Nvidia und noch bessere Software. Allein das wäre schon wieder ein großer Bereich, den Sie heute nur intern verwenden, den Sie rausgeben können. Versicherung. Jeder, der einen Tesla fährt, kennt die App. Mit einem Knopfdruck könnte und werde ich mich ziemlich sicher in der Zukunft versichern können. Damit kommt zum Beispiel von Berkshire Hathaway ein großes Asset, nämlich Geico. Da sind die sehr stolz drauf. Ist auf einmal in Tesla drin, viel profitabler, viel größer als Geico. Also, da könnte ich jetzt einige Stunden drüber berichten, aber so ist unsere Sichtweise auf Tesla. Deswegen glauben wir, dass das Unternehmen, wenn man langfristiger dabei sein will, aktuell sogar noch recht günstig ist. Wir haben auch ein Kursziel ausgegeben und wir haben es auch lange vor dieser aktuellen Rallye nochmal gemacht von knapp 2000 Dollar. Okay, also quasi der hohe Kurs oder die hohe Bewertung als Eintrittskarte in die Technologieführerschaft, dass man dann Zugang hat zu einer solchen Option. Schauen wir noch ein bisschen genauer hin. Ich habe nachgelesen, vor allen Dingen ist dir wichtig die zweite Welle der Schlüsseltechnologien. Also Quantencomputer, Kernfusion, 3D-Druck und so weiter und so fort. Was macht dich so sicher, dass der Durchbruch jetzt so direkt oder zeitnah bevorsteht? Ja, Wäre das Idealszenario, ne? also wir sind sehr nah an der Forschung und manchmal wird mir ja auch vorgeworfen, hey, du hast doch gar nicht Physik studiert, du hast doch nicht Biologie studiert. Das stimmt, aber wir haben ja promovierte Physiker, promovierte Biologen, Chemiker und wir sind sehr nah an der Forschung. Wir kooperieren mit KIT, TUM, Aachen, schauen uns aber natürlich auch an, was in China, in US, in den verschiedenen ja, Forschungseinrichtungen dort geht. Und das haben wir schon immer fürs Venture Capital Geschäft gemacht und das nutzen wir jetzt auch für den Public Market. Und deswegen haben wir dazu schon eine Meinung, also wo 3D-Drucker stehen. Also wir sind ja auch in vielen Bereichen, zum Beispiel New Space, Energiespeicher und so weiter, aktiv investiert und bauen diese Unternehmen mit herausragenden Unternehmern und Physikern und Chemikern und so weiter auf. Das heißt, ich glaube, es ist schon fair zu sagen, dass wir da echt ein gutes Wissen haben und vor allen Dingen auch in der Praxis stehen. Also nicht immer nur, ich habe irgendwann mal Physik studiert vor 20 Jahren und glaube jetzt immer noch, wie die Welt funktioniert. Sondern wir sind ständig im Austausch. Ich habe gerade vor wenigen Tagen den CureVac-Gründer zu mRNA getroffen. Wir tauschen uns mit Hewlett-Packard im 3D-Druckbereich aus. Also wir sind jeden Tag mit unserem Team und auch ich persönlich im Austausch mit den führenden Kapazitäten in den verschiedenen Bereichen. Und deswegen sind wir uns wirklich sehr sicher, dass diese Technologien da sind, verfügbar sind und können auch, glaube ich, ganz gut einschätzen, ab wann die jetzt relevant für den Kapitalmarkt werden. Ja, klingt nach einer ganzen Menge Arbeit, aber du bist ja noch auch als klassisch als Gründer unterwegs. Wie kriegst du das in den Arbeitsalltag integriert? Ich bin nicht mehr als Gründer unterwegs. Ich habe also eigentlich quasi drei aktuelle Tätigkeiten. Das eine ist Freigeist Capital. Dort investieren wir im frühphasigen Bereich in Technologieunternehmen. Dann 10x DNA, das ist also der Fonds, über den wir jetzt gerade sprechen. Da machen wir die gleiche Strategie im Kapitalmarkt. Und das dritte ist Frank Thelen Media, heißt das Ganze. Das quasi, wo ich selber, muss man auch fairerweise sagen, schon gewisse Zeit, ich versuche das immer sehr, sehr effizient und kleinstmöglich zu halten. Also dieser dritte Block ist immer der kleinste Block. Trotzdem schreibe ich Bücher, ich Keynotes, wir beide sprechen jetzt gerade, ich habe einen Podcast, ich bin mal in Fernsehshows. Und das sind die drei Sachen, die ich mache. Eigene Unternehmen, also ist natürlich auch alles irgendwie Unternehmen, aber eigene Startups betreue ich eben genau nicht mehr, weil ich dazu nicht mehr die Zeit finde. Aber ist mein Tag verrückt, sehr intensiv, hat oftmals 14 Stunden, habe ich ein extrem hocheffizientes Team und Software, um das alles zu managen, hinter mir auf jeden Fall. Gut. Kurze Frage, Performance und wie sagt man, Risiken des Fonds. Wo würdest du das einordnen? Wie viel kann im Jahr im Schnitt, ich weiß, das ist schwierig so festzunageln, aber so eine Indikation geben und wann, wie hoch ist die Volatilität, die ihr so anpeilt? Ja, komme ich erstmal zu den Returns. Da interessiert mich das gar nicht pro Jahr, sondern wir investieren in Unternehmen, in denen wir eine ganz klare Roadmap haben, wenn wir Recht behalten und sich das Unternehmen so entwickelt, wie wir das hoffen, dass es sich irgendwie im schlechtesten Fall verzweifacht. Davon gibt es auch bei uns einzelne Positionen. Und im besten Fall irgendwie auch verzehn- oder verzwanzigfacht. Und in der Mitte kommt irgendwas von viermal, was wird dann nicht alles funktionieren. Also gehen wir von ungefähr einer Verdreifachung des Wertes aus. Und dazu, das macht, so investieren wir. Und jetzt die Frage, wie lange dauert das? Erstens, bis die Unternehmen sich dann auch so entwickeln. Und zweitens, bis der Kapitalmarkt das erkennt. Und da sagen wir, das kann zwischen drei, das wäre sehr, sehr gut, und
7 bis 8 Jahren dauern und dann wollen wir das Geld verdreifacht haben. Das ist ich habe ja selber über 50% meines liquiden Vermögens in dem Fonds und auch meine Freunde und unsere Gründer auch zum Teil. Das ist das, was ich denen sage und was ich für mich selber erwarte. Wir verdreifachen das Geld, bestenfalls 3 Jahre, das wäre auch sicherlich Glück dabei, aber spätestens 7 bis 8 Jahren sollte sich das Geld verdreifacht haben. Jetzt zur Volatilität. Können wir zwischendurch 30, 40, vielleicht sogar 50% verlieren? Absolut. Damit muss man leben können und das ist auch gar nicht so einfach. Das Schlimmste, was, glaube ich, passieren kann, ist, dass die Leute dann Panik bekommen und dann verkaufen. Und genau, aber es ist ein absolut volatiles Produkt und es ist nicht dafür gedacht, Frank Thelen ist Magic, der macht immer nur tolle Gewinne. Das ist Blödsinn, das habe ich auch nie versprochen, werde ich auch nie versprechen, sondern es ist, glaube ich, ein echt gutes, ehrliches Produkt, aber es ist volatil. Kurze Gretchenfrage. Konzentriertes Portfolio, wie Venture Capital so ein bisschen nahelegt, oder ganz breit gestreut? Total konzentriert. Und das Witzige ist auch, darüber spreche ich sehr gerne, weil manche sagen, hey, ihr seid ja verrückt. Wenn ihr so ein konzentriertes Portfolio habt, das ist ja Risiko ohne Ende. Meine Antwort, du hast 150 Unternehmen in deinem Fonds. Du kaufst das Research extern zu. Ist das sicherer? Ist es nicht besser, weniger Unternehmen zu haben, aber dann wirklich auch mit dem Management persönlich gesprochen zu haben, mit den Zulieferern gesprochen zu haben, mit den Kunden gesprochen zu haben, mit Ex-Mitarbeitern, die das Unternehmen verlassen haben, gesprochen zu haben und dann das Unternehmen besser zu verstehen? Ist das nicht sicherer, als sich in Sicherheit zu wägen, aber dann 150 Unternehmen im Fonds zu haben? Dazu haben wir eine ganz klare Meinung und deswegen konzentriertes Portfolio. Und wir hatten schon direkt zum Start, also der Start des Fonds war relativ intensiv, weil auf der einen Seite gab es einen Sell-off im Tech und auf der anderen Seite hatten wir direkt einen Short Report auf Ginkgo Bioworks. Und dann ist die Aktie auf 25% runtergegangen. Aber dann war doch die Frage, kaufen wir nach, weil wir eben unser Research gemacht haben? Oder verkaufen wir, weil wir 150 Titel haben und keine Ahnung wissen, was da passiert. Hier waren wir in der luxuriösen Lage, in der wir immer sein müssen bei jedem einzelnen Titel, dass wir unser Research gemacht hatten. Wir sind einmal kurz über den Short Report drüber geflogen und haben gesagt, gibt es da eine neue Erkenntnis? Nein, es ist einfach ein negativer Take, aber keine neuen Fakten. Also haben wir in Ruhe nachgekauft und heute ist es eine sehr gute Position in unserem Fonds. Ja, in der Finanzindustrie spricht man ja so schön von High Conviction Fonds, ne? Also wo man sagt, okay, an diese Aktien glaube ich im Gegensatz zu den sehr breit diversifizierten, wo man manchmal auch von einer, ich glaube, naiven Diversifikation spricht. Man glaubt, ist alles sicher, ist es aber nicht. Kurze Nachfrage, es gibt ja doch Promi-Fonds, blöder Name, aber von Leuten, die halt bekannt sind. Manche davon haben sich doch ganz schön zerlegt auf gut Deutsch. Was Alle, macht wie dich so gesagt. sicher, dass es. Bitte? Eigentlich fast alle, oder? Ja. Was macht dich da so sicher, dass es bei dir nicht der Fall ist? Ja, ich bin sicherlich prominent, das kann man einfach so sagen. Aber der Fonds hat damit nichts zu tun. Und wenn ich jetzt angucke, dass jemand versucht halt, anderer Leute Geld zu verwalten über den Namen, dann ist das immer ein anderer Ansatz. Also wie jetzt ein Dirk Müller oder es gibt einen Bildredakteur, der hat das versucht und so weiter. Bei mir komme ich aus meiner Technologieseite, dass ich mein eigenes Vermögen verwalten will und gesagt habe, wie tue ich das bestens? Und daraus ist dann auch ein Fonds entstanden, den wir auch irgendwann wieder schließen werden, wenn wir genug Assets haben. Also überhaupt nicht der Ansatz zu sagen, ich nutze meine Bekanntheit, um möglichst viel Kapital für irgendeine Strategie zu bekommen, die ich mir dann ausgedacht habe. Ich glaube sogar, der Geißen hatte mal meinen eigenen Fonds. Sondern ganz im Gegenteil. Mein eigenes Vermögen verwalten. Wie mache ich das am besten? Ich öffne es auch teilweise für externes Kapital für eine gewisse Zeit und that's it. Und deswegen bin ich da auch ganz entspannt und kenne ja, und wir legen ja auch unser ganzes Research offen. Das machen ja auch fast keine Fonds in der Industrie. Das fand ich echt verrückt. Sondern wir, bitte 10xdna.com, wir haben alles offengelegt, unser gesamtes Portfolio, sogar unser Research legen wir offen. Und ich spreche auch mit anderen Fondsmanagern, die übrigens sehr verwundert sind. Henrik Leber zum Beispiel von Akatis, habe ich einfach angerufen und gesagt, hey Henrik, wir wollen da gerade das kaufen, was hältst du davon, wie sieht das aus, hey, kennst du den Tether? Und hat auch dann auch total nett, sind wir jetzt im Dialog. Ja, das ist ein guter, aber. Aber mein Gefühl war, das ist so,
Weißt du, der Jens Erhard ruft jetzt nicht beim Henrik an, war mein Eindruck, weil die irgendwie so wettbewerben. Aber so denke ich gar nicht, sondern ich denke halt einfach, hey, ich will lernen, ich will das beste Produkt bauen. Genauso auch mit Jan Beckers. Wir kennen uns natürlich auch schon länger über die Venture Capital Schiene. Tauschen wir uns aus und ich empfehle auch andere Produkte und so. Also ich glaube, wir gehen da einfach so anders und ehrlich ran, dass man einfach merkt, das ist keiner dieser Promi-Fonds, sondern das ist ein ganz ehrlicher anderer Fonds. Und ja, der Frank ist halt auch prominent. Ja, vielleicht mal eine philosophische Frage. Der Fondsmanager Frank Thelen, lernt er vom Unternehmen Frank Thelen oder hat gelernt oder umgekehrt? Oder ist das so ein Miteinander? Ein Miteinander und ich glaube, beide lernen voneinander sehr viel und das ist auch, glaube ich, dieser unfaire Vorteil, den ich reinbringe. Da ist auch super viel Glück in meinem Lebenslauf dabei, dessen bin ich mir auch bewusst. Aber die Zugänge und das Wissen, was ich habe, ob es die Kanzler oder Präsidenten der einzelnen Länder sind, ob es die CEOs von DAX-Unternehmen sind, ob es persönliche Gespräche mit Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg und keine Ahnung, was alles sind. Natürlich ist auch mein Gehirnmenge begrenzt und ich sage auch nicht, dass ich der Klügste auf dem Planeten bin, aber ich habe die Chance zumindest bei diesen Menschen immer wieder sehr, sehr viel abzugreifen in einem persönlichen Dialog, kann zum Telefon greifen und Krypto-Experten anrufen und so weiter, die überhaupt mit mir sprechen. Und genau, das ist das, was mir echt hilft, diesen ganzen Zugriff zu haben und das ergänzt sich dann alles hoffentlich in gutes Venture Capital. Ich glaube, das kann man nach 25 Jahren, wo wir das machen, sagen. Wir haben eine wirklich herausragende Performance. Und im Aktienmarkt müssen wir es jetzt zeigen. Wir sind auch dadurch Glück oder Pech erstmal schlecht gestartet und jetzt durch Glück wieder sehr, sehr gut. Aber bitte, das braucht 2, 3, 4 Jahre, bevor man das dann endgültig sagen kann, ob wir das können. Wer investiert eigentlich momentan? Also klar, eigenes Geld, so als Seed Money, wenn ich so sagen darf. Sind das dann Privatanleger oder Instis, also institutionelle Anleger oder eine Mischung aus beidem? Mischung aus beiden. Wir haben auch zwei Produkte. Das eine ist der sogenannte OGAF, der ist ab 25 Euro, also jetzt mittlerweile glücklicherweise ab 28 oder 29 oder so kaufbar. Und auf der anderen Seite haben wir den sogenannten EIF, das ist für Semi- und professionelle Anleger. Da geht leider BaFin reguliert erst ab 200.000. Und dort, genau, sind wir unterwegs. Und bis jetzt ist die Retail-Seite, also Leute, die kleineres Geld investieren, größer. Warum? Kann ich ganz offen ehrlich hier sagen, der KYC-Prozess, also Know Your Customer, ist so kompliziert für diesen EIF, dass es einfach die Leute genervt sind und sagen, wann soll ich denn diese 30 Seiten ausfüllen? Und ich auch, irgendwann werden wir da noch mehr Gas geben, aber aktuell kommen die Zuflüsse so schön rein, dass wir einfach alle total happy sind, aber irgendwann werden wir sicherlich diesen EIF-Bereich mit institutionellen Anlegern noch ein bisschen ausbauen. Letzte Frage mit Blick auf die Zeit. Was ist für dich so wenn ich dich bitte, so die wichtigste Lektion für Gründer und für Anleger, wenn es so eine gemeinsame Lektion gibt, zu formulieren? Welche wäre das? Für Gründer, gründe nur, wenn du wirklich dafür brennst. Und das hört sich jetzt auch so einfach gesagt an, aber ich meine das total ernst, weil der Weg ist so hart und die meisten scheitern und du musst wirklich, ich glaube, Elon Musk hat mal gesagt, bereit, Glas zu essen. Und das kann ich einfach nur doppelt unterstreichen. Du musst wirklich dann für das einzelne Ding brennen. Für Anleger verschiedene Dinge. Das erste ist, fangt bitte einfach mal an, wenn ihr noch keine Aktien habt oder auch keine Kryptowährungen. Nehmt von mir aus 100 Euro, je nachdem, wie viel ihr verdient oder 1000 Euro. Was für euch Geld ist, was, wenn es verloren ist, nicht euer Leben verändert. Aber startet, lernt, macht. Einfach mal reinwachsen in das Thema. Und das zweite ist, ich bin jetzt auch schon sehr lange im Aktienmarkt unterwegs, habe irgendwann mal 2008 oder sowas mein erstes Unternehmen verkauft, da habe ich meine ersten mehreren Millionen verdient. Und dann habe ich Flossbach und Deutsche Bank Private Banking und wie die alle heißen, JP und Julius Bär alle getroffen. Und seitdem bin ich auf dem Weg, dass versuche das alles zu verstehen. Und ehrlich gesagt, war es für mich immer schwer. Ich habe es nie richtig verstanden und nie habe ich und ich habe auch in meinem Netzwerk immer gefragt, hey, wie legst du dein Geld an? Bist du glücklich? Und es war irgendwie immer, war so ein Thema, was schwierig war, wo zu sagen, damit bin ich echt happy. Wie zum Beispiel, hey, ich fahre das Auto, das ist echt gut, oder das Handy, das ist echt gut. Und was ich gelernt habe, ist Demut. Also wenn ihr selber einzelne Aktien kauft, würde ich heute fast sagen, macht das aus Freude daran, aber seid euch bewusst, dass ihr als Einzelperson keine Chance habt, ein Unternehmen ernsthaft zu verstehen. Das heißt,
umso mehr ich verstehe, wie komplex dieser Auswahl ist. Ich muss auch leider sagen, teilweise erschreckend, wie schlecht manche Fondsmanager sind, wenn man dann zu den Titeln fragt. Und ich habe jeden Tag mehr Respekt davor, dass man wirklich das Unternehmen, den Markt, die Umstände, teilweise ja sogar inklusive politischer Situation, wenn man in China investiert, zu verstehen, das braucht große Teams, die mit hohem Engagement und echt Passion die einzelnen Unternehmen auseinandernehmen von den verschiedensten Blickwinkeln. Und das, glaube ich, für die Anleger auch wichtig, einfach mal zu sagen, hey, Bitcoin geht jetzt hoch, ey, da haue ich jetzt mal voll rein, weil ich habe 3 YouTube-Videos gesehen. Das ist echt gefährlich, wenn dann wirklich einfach ETFs breit und dann auch da mit Ruhe. Aber das, was ich für die Anleger sagen muss, Achtung, Achtung, ein Unternehmen, eine Aktie ernsthaft zu verstehen, ist ein langer Prozess und braucht viele verschiedene Köpfe. Das ist ja schon fast die perfekte Abmoderation deiner selbst. Danke dafür. Ich kann, glaube ich, wirklich unterstreichen, dieses fangt einfach mal an. Das ist ein schönes Schlusswort. Investieren ist kein fertiges Produkt, sondern ein Prozess quasi, den man lernt. Man macht Fehler, man erlernt neu, man nimmt neue Informationen auf, kommt, stolpert über neue Produkte und man geht so einmal weiter voran, im Idealfall erfolgreich. Insofern bleibt mir nur zu sagen, Frank, vielen Dank. Es hat Spaß gemacht und ganz wichtig in diesen Zeiten, bleib gesund, bleib aufrecht und weiterhin viel Glück. Dankeschön.